Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog, Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Sein Universum wurde mir bald zu groß und ich habe es nicht mehr überblickt. Also stieg ich nach einigen silbernen Sammelbänden wieder aus. Die verschiedenen Zyklen habe ich einfach nicht auf die Reihe bekommen. Gemeint ist Perry Rhodan, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Alles Gute. Als Fan japanischer Monsterfilme interessierte mich Perry Rhodan besonders, dessen Namen ja eine Verknüpfung des Godzilla-Ablegers Rodan und der US-Anwaltsserie Perry Mason war. Am 8. September 1961 wurde der Grundstein für die erfolgreichste Science-Fiction-Serie der Welt gelegt, die bis heute über 3130 Hefte herausgebracht hat. Die Autoren 1961 waren Karl Herbert Scheer und Clark Dalton mit bürgerlicher Name Walter Ernsting. Auflagenhöhepunkt war sicherlich in den 80er Jahren. Da habe ich auch mit Perry Rhodan begonnen und dann doch nach einiger Zeit wieder aufgehört. Die Gesamtauflage beträgt über 1,5 Milliarden Hefte im Januar 2009, so eine Zahl vom Verlag. Also schon wirklich was. Inzwischen ist die Auflage heute auf etwa 60.000 Hefte gesunken. Also Holzmedien gehen dahin. Ich kaufte mir allerdings damals nicht die Romanheftchen, sondern ich kaufte mir die silbernen Sammelbände mit 3D-Wackelcover. Die fand ich toll und die habe ich gerne gelesen. Und dann nach 3, 4, 5, 6, 7 Bänden habe ich den Überblick verloren. Aber zur Feier des Tages schaue ich mir die Perry Rhodan-Verfilmung aus dem Jahre 1967 an. Perry Rhodan, SOS aus dem Weltall, so hieß dieser Film. Als Kind faszinierte mich dieses Raumschiff in Quallenform. Ja, der Film umfasst die ersten drei Romane von Perry Rhodan plus einer komischen Agentenstory typischer 60er-Jahre-Kram. Leider ist die deutsche Fassung gegenüber der amerikanischen Fassung, die heißt Mission Stardust, um 15 Minuten gekürzt. Den Grund, den kenne ich nicht. Ich kenne auch die US-Fassung nicht. Ich kenne nur die deutsche Fassung, hier mal meine Laserdisc-Version. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch auf DVD. Der Film floppte, was kein Wunder ist. Es ist Trash-Kino. Schlechte Darsteller, schlechte Special Effects, eine schlechte Geschichte. Am 13. September 2013 wurde der Film im Rahmen der Tele5-Reihe Die schlechtesten Filme aller Zeiten gezeigt. Naja, okay. Und ich gestehe, der Film hier ist wirklich schlecht. Egal, ob man Perry Rhodan-Fan ist oder nicht. Und dennoch, alles Gute zum 60.